Aber ob das Kästchen, ob es dadurch geht oder ob es dadurch geht, es ist doch das Gleiche, es hat die gleichen Maße. Oh Gott, Schule. Furchtbar. Genau, prüfen, wo die Linie ist. Ja, ist so. Ist so. Ah, Menschen. Einfach nur Menschen. Ich bin ja immer froh, dass nicht alle so sind. An alle Fluggäste, der Flug nach Lemsalomensa ist nun zum Einsteigen bereit. Alle Passagiere mögen sich zum Landebereich begeben. Ach, schön. Also manche Menschen, ich glaube, wenn sie sonst keine Probleme haben, dann suchen sie sich einfach welche. Und wenn es dieser blöde Strich ist. Ich kann mich den ganzen Tag nur so aufregen. Same. Same. Ich auch. Aber es bringt ja nichts. Man ändert die Menschen ja leider nicht. Doch. Sie sind ja so versteift in ihren Ansichten. Es ist traurig, aber wahr. Komm gut wieder zurück. Vielleicht. Deine Taten werden einst überall besungen werden. Daran glaube ich ganz fest. Sie hat die Geschichte gespoilert. Möge der Urkristall dich leiten. Jetzt müsste eigentlich so ein Bild kommt Tutorial abgeschlossen. Ich bin da einer entspannt und denke, solange es halbwegs richtig ist und halbwegs passt. Ist so. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ach, jetzt kommt die Laberbacke. Ich rede gleich weiter. Silbertränensee wäre unser gewesen und Eosea untergab nächste Herrschaft vereint. Wie konnte unsere Armada vor einer Schar Drachen in die Knie gehen? Hätten wir Midgard Sommer besiegt, ihren König, diese Ausgeburt der Hölle. Als er mit der Agrius zusammenprallte, rissen sie einander in den Tod. Das Ende eines glorreichen Feldzugs. Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt. Zweimal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirrköpfe an die Macht. Mag das Projekt Meteor in der siebten Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Eosea muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. So, wie es euer Wille ist, Plegatus.
meinst du in FF, wie ist Wessi? Meinst du allgemein in FF oder in FF14? Jesse kommt ja auch in 14 vor. Den Rest lese ich gleich. Antworte ich gleich. So. Du, was hat der Legatus eigentlich mit Eosea vor? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Erklär ihn mir doch mal. Ich meine, Carteno ist 5 Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus Gaius Pläne? Tribunus Nero! Sag mir, Techniker, woher kommst du? Dalmasca, mein Tribunus. Alla l'amigo, Tribunus. Codename Hemingway? Ich... Dilettant. Das Frumentarium weiß alles. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Jawohl. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden mehr auf dem Kasten hat, Garland. Um aufs Meckern zurückzukommen, in Hannover ist es auch nicht anders. Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr ganz in der Stadt wohne, sondern weiter weg, aber in Hannover war es auch nicht anders. Das Meckern ist echt... Alles so mega hektisch und boah, ey. Da fängt in der eigenen Familie schon an. Allgemein, viele sagen ja Aerith oder Tifa. Ich mag Aerith und Tifa auch beide. Aber Jesse allein durch das FF7 Remake hat sie noch viel, viel mehr Tiefe bekommen. Finde ich auch mega cool. Also Jesse ist auch einer meiner Lieblinge. Früher schon. Aber wenn ich so aus Final Fantasy allgemein sagen müsste, ich bin immer am Schwanken. Bei mir ist es tatsächlich entweder Ash aus der 12 oder Yuna aus 10. Liegt aber halt daran, weil es beides meine, weil ich mit den beiden Teilen FF kennengelernt habe. Ansonsten, ich glaube, hätte ich mit den PS1-Spielen angefangen, wäre es, glaube ich, auch Jesse oder... Ah, oh, wie hieß sie denn? Aus 9. Manchmal ist man blöd. Wie hieß denn der Hauptcharakter aus 9? Also sie. Oh, wie hieß sie denn? Manchmal ist man echt blöd. Ja. Ja. Gar nicht. So hieß er. Gar nicht. Und wäre es aus den PlayStation, also sag ich mal 1 bis 6, wäre es, glaube ich, Rosa aus Teil 4.
mit Rüdi jetzt zusammen. Also ich bin ich habe viele Lieblinge in Final Fantasy. Und das sind ja nur die weiblichen. Meine Männer brauche ich gar nicht erst anfangen. Aber gut, Berlin ist halt Berlin. Die Leute hier sind recht eigen. Also ich war jetzt zweimal in meinem Leben in Berlin. Also in Berlin läuft alles rumgeführt. Also gefühlt in Berlin gibt's von allem etwas. Ich glaube, da gibt's nichts, was es nicht gibt. War jetzt halt so von den zwei Malen, wo ich da war, mein Eindruck. Ich glaube, das eine Mal war ich nur einen Tag da. Und das andere Mal war ich ein ganzes Wochenende da. Es war schön. Aber die Menschen sind tatsächlich etwas seltsam. Ja, Berlin ist sehr speziell. Vielen Dingen, ja. Definitiv. Also, ich finde Berlin tatsächlich echt toll. Ist nicht meine Lieblingsstadt, um Gottes Willen, aber es ist interessant. Es ist sehr, sehr interessant in Berlin. Ah, ihr müsst die Gesandte aus Credania sein. Willkommen in unserer schönen Stadt am Meer. Admiral Merve Blufuswin erwartet euch bereits. Ich kann diesen Namen endlich mal aussprechen. Oder war schon Straße? Oh Gott. Also ich weiß nicht. In dem Wochenende, wo wir da waren, ich habe von Blut bei der U-Bahn. Da war wohl eine übelste Schlägerei oder keine Ahnung was. Bis zu Leuten in sehr, sehr seltsamen Kleidungsstücken. Ich weiß nicht, was es darstellen sollte. Es war sehr interessant. Bis hin zu überaus hektischen Leuten, die dich die ganze Zeit anrennen. Bis hin zu menschlichen Ausscheidungen am Straßenrand. Glaube ich, habe fast alles gesehen innerhalb eines Wochenendes. Es war nicht gerade. Nicht alles war schön. Es war doch sehr. Ja. Aber am geilsten halt, du steigst aus der U-Bahn aus. Riesiger Blutfleck. Mein Freund, Schatz, guck jetzt einfach mal nach rechts. Ne, so dass ich da nicht hingucke. Was mache ich? Ich gucke genau in die entgegengesetzte Richtung und denke so, oh, okay, ich guck weg. Ne? Berliner Freibäder auch immer wild im Sommer, was Schlägereien angeht. Oh. Ich bin Gott sei Dank eh kein Freibad-Mensch. Deswegen kriegst du mich sowieso nicht rein. Ich bin froh, dass ich sowas nicht miterlebe. Warschau ist cool. Wenn ich ins Astra gehe, laufe ich da oben entlang. An andere rechts, also. Ja, genau, das andere rechts. Das, rechts. Die rechte Seite der Frauen. Nein, eigentlich, viele gucken ja dann trotzdem hin. Das Personal muss sich verschanzen, weil Leute bewaffnet nach dem Hausverbot wiederkommen. Nice! Nett! Wirklich! Sehr, sehr nett! Also ich glaube, Berlin wäre so eine Stadt, da würde ich auch nicht gern feiern gehen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, es war ein komisches Gefühl. Und tagsüber hat sich ja siehst du das Problem, aber abends? Wir waren ja einmal auf dem Konzert, ne? Und dann war halt das mit dem riesigen Blutfleck und du denkst ja auch mal so, okay, will ich wissen, was passiert ist? Wobei so manche Ecken gingen sogar. Ich glaube, wir haben einfach nur in einer ganz komischen Gegend übernachtet. Ich kann auch tatsächlich nicht mehr sagen, wo es genau war. Ich würde jetzt sagen, es war nicht weit von der Autobahn weg, aber da gibt es viele Autobahnwege. Deswegen, das grenzt es leider nicht ein. Du bist die Botin aus Credania? Willkommen in Limsalominsa. Der Admiral wartet schon auf deinen Besuch. Ich nehme an, du willst gleich zu ihr? Dann nimm bitte den Krähenlift hier und fahr hinunter in die Bollwerkhalle. Sprich dort im Sturmmarz Santail an.
damit er dich zur Admiralsbrücke, zur Admiral Melville vorlässt. Wie viel wollen Sie Admiral sagen? Ja. Oh, Pulverkalle. Pulverkalle. Übernachtet. Wo war das Konzert? Und wie war das Hotel entfernt? Das Hotel, ich weiß gar nicht. Es war so ein. Eine Mischung aus normales Hotel und eine Mischung aus, du kannst da mit einem Wohnwagen, also das war so eine riesige Halle, da standen einzelne Wohnwagen, da hättest du übernachten können oder halt in einem normalen Zimmer. Wir hatten tatsächlich ein normales Zimmer. Ich guck gerade mal. Vielleicht finde ich das ja noch, wo es das gewesen ist. Zumindest die Haltestelle vielleicht. Finde ich die jetzt sogar noch. Es war auf jeden Fall das Broilers-Konzert, aber das grenzt es jetzt nicht besonders ein. Also wir sind auf jeden Fall U-Bahn gefahren. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich bin ja Berliner, auch wenn ich meiste Zeit meines Lebens in Hamburg war. Ich bin immer nach Berlin zu den Verwandten. Ja, Verwandte muss man ja mal besuchen, ne? Gut, ich bin da jetzt eher weniger so der Fan, aber... Also einfach nur, weil ich meine Verwandten nicht mag. Nicht alle zumindest. Broilers Media. Ja, es war auch ein richtig geiles Konzert. Ich glaube, mit eines der besten Konzerte, die ich tatsächlich bisher erlebt habe. War das da? Es ist halt immer so die Frage. Da ist das. Das ist die Frage. Jetzt bin ich back in Berlin. Seit der Weile. Unbedingt nochmal zu Swiss. Echt? Ja, ich will eigentlich irgendwann auch mal wieder nach Berlin. Irgendwann will ich auch mal wieder nach Berlin. Ich kann tatsächlich nicht mehr genau sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir über den Tierkarten gefahren sind? Ich glaube nicht. Weiß ich leider nicht mehr. Ich habe es schon mal gehört, aber da gewesen bin ich noch nicht. Leider nicht mehr. Schade.
Ich weiß die ungefähre Richtung, aber das... Ich glaube Neukölln... War das Neukölln? Warte mal. Also wo wir übernachtet haben. Nicht wo das Konzert war. Ich glaube Neukölln war das, wo wir übernachtet hatten. Irgendwo. Ich weiß halt nur leider nicht mehr, wo das Konzert gewesen ist. Irgendwo auf der gegenüberliegenden Seite. Aber wie gesagt, war ein schönes Konzert. War ein echt, echt cooles Konzert. Wie gesagt, nur auf das Blut hätte ich verzichten können. Das ist, aber ich war ja selbst schuld, wenn ich gucke. Ja, ich will es endlich wieder haben. Ich will das... Oh. Ich brauche es. Du möchtest mit dem Lift zur Admiralsbrücke hochfahren? Dann musst du Adaria Esther zu sein. Hast du etwas, das deine Identität belegt? Gucke mal. Ja, das ist echt... das sieht echt aus. Ohne Zweifel. Keine Senners Siegel. Du kannst weitergehen. Eintreten. Ich hätte nicht erwartet, dass die älteste Saatseherin eine Abenteurerin auswählen würde, die Interessen ihrer Nation zu vertreten. Das spricht für deine Fähigkeiten. Komm näher. Willkommen in Limsa Luminsa. Ich bin Admiral Merlwip Bluefist. Mag ihre Stimme immer noch nicht. Ich führe den Stadtstaat und die Flotte des Mahlstroms. Stimme ist in dem... Und noch nicht. Worum geht es also? Oh. Na Mist. Egal. ist es also schon 5 Jahre her? Die Zeit vergeht. Ja, ich habe vergessen, dass ich das Ding ja auch schalten muss, wenn, ne? Alles begann, als die Galia auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die 3 Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Irnseeische Allianz aufs Neue. Und mit Projekt Meteor hatten wir nicht gerechnet. Diese Irren, wer außer den Galia könnte auf eine solche absurde Idee verfallen, einen Mond auf Eosea zu schleudern, diese Welt zu reinigen? Wir wollten den herabstürzenden Dalamut aufhalten und sammelten alle verfügbaren Kräfte auf der Karte Noah Heide. Dort stießen wir mit Nael von Darnus 7. Legion zusammen, die legendäre Schlacht von Karte Noah. Wir kämpften mit unvergleichlichem Mut, meine Leute, die Leute der Allianz und auch Abenteurer wie du. Aber das brachte uns nicht die Rettung. Die Geschichte hörst du nicht zum ersten Mal, nehme ich an. Aber wer hätte so etwas jemals geglaubt, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Aus Salamut brachte der Primae Bahamut hervor, wie der schwarze Tod, und legte alles in Schutt und Asche. Der 7. Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und ganze Landstriche standen in Flammen. Ich habe nie zuvor solche Verwüstung gesehen. Es war unbeschreiblich. Ich weiß nicht, mit welchem Zaubern es dazu ging, aber einige von uns überlebten. Vor allem, als ich schon nicht mehr gehofft hatte, lebendig aus dieser Hölle hervorzugehen, war ich in ein blendend helles Licht eingehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land war entstellt von einem Inferno. Wenn Louis War, der Anführer der Exegeten, überlebt hätte, wüssten wir, was damals wirklich passierte. Doch er ist nicht mehr. Das Land hat gelitten, Adaria Estatze.
Wir hatten alles neu aufzubauen und nun werden auch noch die Windstämme und ihre Prima übermütig. Wir waren einfach zu beschäftigt, um sie in Schach zu halten. Jeder der Stadtstaaten hat mit großen Unbilden zu kämpfen. Und wenn wir dem Nicht-Einhalt gebieten, sind wir zu schwach für die große Konfrontation, die noch vor uns liegt. Eosea befindet sich im Krieg mit Galamalt. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztlich bei uns. Wie auch immer, wenn diese Gedenkfeier den Zusammenhalt in und zwischen den Stadtstaaten festigt, soll es so sein. Bringt Kanisena die folgende Botschaft. Limsalominsa wird eine solche Feier abhalten, bei der du auch eine Funktion übernehmen sollst, da du nun schon als Botin ausersehen wurdest. Und nein, oder nein, ich werde Kanisena durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Du hast ja schließlich ein weiteres Ziel, nehme ich an, Ulda. Dann bestelle Rauban meine besten Grüße und sag ihm, dass sich vor kurzem ein struppiger Wolf in unserer Gegend verirrt hat. Und ich gerne wüsste, was Rauban an meiner Stelle gegen das Geheul unternehmen würde. Merkt er das genau in diesem Wortlaut? Ich verlasse mich auf dich. Mir scheint, Kane hat mit dir die richtige Wahl getroffen. Yay! Jung, aber erstmal iteriert. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich werde einmal ganz kurz mir den Fischer holen. Ich werde mir einmal ganz fix den Fischer holen. Da ich da eh lesen muss, dauert das sowieso. Ich hoffe, dass es alles auch zeitlich passt. Oh, wenn ich sehe, wie viele Quests es hier gibt. Aber erstmal Gischaragide. Das Schlimmste wird sein, aber selbst zu sammeln. Ich will diesmal nichts kaufen. Oder wenig kaufen. Hallo, das hier ist Limsalominsas Fischergilde. Fischers Boden. Doch. Hast du Interesse am Fischen? Bei uns können alle Abenteurer lernen, wie man mit einer Angelrute umgeht und wie man die besten Fischgründe entdeckt. Kurz gesagt, alles, was man wissen muss, um eine Meisterfischerin zu werden. Hast du Lust, unserer Gilde beizutreten? Oh, das freut mich. Lass mich dir zuerst etwas über die Geschichte unserer Gilde erzählen. Die Entwicklung der Fischergilde ist eng mit der Gegend verbunden, in der wir uns befinden. Limsalominsa ist mit großartigen Fischgründen gesegnet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Fischerei hier schon immer ganz glanzvolle Perspektiven bot. Als das Geschäft dann nach einer Weile so richtig aufblühte und Fangmethoden wie Strandschleppnetze oder auch Grundschleppnetze eingeführt wurden, begannen die Fischer auch in stärkeren Masse damit sich zu organisieren. Fischergruppen entstanden. Unsere Gilde ist heute die größte dieser Fischergruppen in ganz Limsalominsa. Unsere Aktivitäten sind allerdings nicht nur auf das reine Fischen begrenzt. Wir verwalten Hafenanlagen und Fischereischiffe, regulieren die Marktpreise der Fische. Zu guter Letzt bringen wir auch noch Abenteurerinnen wie dir bei, wie man fischt. Deine erste Lektion, die Auswahl der Waffe.
Wir empfehlen zunächst einmal die Angelrute. Die großen Fischernetze kann man nicht alleine auswerfen und einholen. Dafür braucht man viele Helfer, die du als Neuling wahrscheinlich noch nicht hast. Natürlich steht es außer Frage, dass man mit Netzen mehr Fische fangen kann als mit einer Angel. Magie im Überfluss zu besetzen ist nicht alles. Die Beziehung, die zwischen einer guten Anglerin und dem Meer entsteht, kann man mit allen Gilden der Welt nicht aufwiegen. Glaub mir. Außerdem erfährt man nur mit der Angel, wie talentiert man wirklich ist. Netze auswerfen kann eigentlich jeder, der zwei Hände hat. Na, was denkst du? Willst du lernen, wie man mit einer Angel umgeht? Wenn du Interesse hast, stelle ich dich gerne der Verantwortlichen unserer Gilde vor. Sag einfach Bescheid. Mhm. Hallo, hast du die Entscheidung getroffen, dich uns anzuschließen? Mhm. Ha, ich wusste es. Mein kleiner Vortrag hat dir Lust auf mehr gemacht, oder? Im Reden bin ich die Beste, das muss man mir lassen. Lass mich dich sofort der Verantwortlichen unserer Gilde vorstellen. Du musst wissen, in unserer Gilde ist zurzeit viel los. Unser eigentlicher Gildenmeister, Bavalago, ist, wie soll ich sagen, im Moment nicht wie sonst ins Tagesgeschäft involviert. Sisipo hat seine Aufgaben bis auf Weiteres übernommen. Sie wird deine Ansprechpartnerin sein und ihre erste Aufgabe ist es, festzustellen, ob du für die Rolle als Fischerin geeignet bist. Sie steht da drüben am Becken. Sprich sie einfach an und steh ihr Rede und Antwort. Alles klar. Aha, du wirst also unsere Gilde beitreten. Deine Unterhaltung mit Numulika habe ich mitbekommen. Ich bin Sisipo. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie du vielleicht bereits gehört hast, ist unsere Gildenmeisterin eigentlich Bavalago. Leider kommt er seinen Aufgaben zurzeit, naja, nicht unbedingt im vollen Umfang nach. Ich erledige sie deshalb im Moment für ihn. Zuerst muss ich beurteilen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, Fischerin zu werden. Ha, keine Angst, so schlimm wird es nicht werden. Wir nur sehen, ob du motiviert genug bist. Alles andere werden wir dann schon beibringen. Also, bist du motiviert genug? Sehr gute Antwort. Du gefällst mir jetzt schon. Herzlich willkommen in der Fischergilde. Deine Ausbildung wird keineswegs einfach werden. Lass dir das gesagt sein. Wir stellen den Anspruch an uns selbst, dich zu einer Meisterfischerin zu machen. Du wirst also einige Strapazen in Kauf nehmen müssen. Zuerst brauchst du natürlich die richtige Ausrüstung. Hier, deine erste verschlissene Angelrute. Wow, ich krieg eine verschlissene Angelrute. Das ist aber ein tolles Geschenk. Ganz toll. Klang von einem Namen, nicht wahr? Eine Anfängerin wie dir sofort eine Spitzenangel in die Hand zu drücken, wäre allerdings unverantwortlich. Sie würde dich nur verwirren. Außerdem ist es leicht zu verkraften, wenn dir eine billige Angel aus der Hand rutscht, um auf Nimmerwiedersehen im Meer zu verschwinden. Auf geht's, leg deine neue Angelrute an. Wollen wir doch mal sehen, ob sie dir steht. Sprich mich einfach wieder an, wenn du damit ausgerüstet bist. Kriegen wir hin. Einmal. Ja, mit der Angelrute siehst du schon fast wie eine richtige Fischerin aus. Geh immer vorsichtig mit ihr um. Wäre doch zu schade, wenn sie gerade in dem Moment zerbreche, wenn du deinen ersten Fang am Haken hast, oder? So, nun aber los. Zuerst lernst du natürlich das 1x1 der Fischerei. Das Rutenfischen. Deine erste Aufgabe wird es sein, 5 limsische Sardellen an Land zu ziehen. Es sind kleine Fische, die meistens im Schwarm anzutreffen sind. Du findest sie höchstwahrscheinlich in der Galadion-Bucht hier in dem Solominsa. Als Köder eignen sich Wattwürmer am besten. Sie sind unproblematisch in ihrer Handhabung, machen das Fischen kinderleicht. Also, genau das Richtige für dich. Außerdem kannst du sie einfach bei Händlern kaufen, wenn du keine mehr hast. Wir dürfen angeln. Ich will halt eigentlich nur es noch schaffen, dass wir dann rechtzeitig zur großen Fahrt aufbringen können. Deswegen mal gucken. Ah.
Ach ja, Angeln ist toll. Nicht. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Angelfan. Aber ich habe Blut geleckt quasi. Ich habe doch 2 gedrückt. Ich habe die 2 gedrückt. Oh. Okay. Wie viel brauchen wir? 5. Okay, 4. Könnte halt knapp werden. Oh, ich versuch's einfach. Mehr als versuchen kann man nicht. Ich möchte eigentlich gerne das eine Mount haben. Das habe ich jetzt auf dem einem Char wenigstens bekommen. Nachdem es 2-mal dran vorbeigeschwappt ist. Was nur dezent ärgerlich war. Fingerkrebs. Wir haben einen Fingerkrebs. Mm-hmm.